Worum geht's? Mach Komplimente, ja? Nice Büro. Danke. Na, super. Ja? Schön groß, gell? Alles neu. Ja, ja. Perfekt. Ja. Ja, da sieht man dann schon, wo das Geld hingeht, gell? Nein. Scusa, jetzt einmal gerade neu. Ja. Zahlt sich das neue Büro für dich überhaupt noch aus? Ah, willst du wieder kandidieren? Ja, dazu möchte ich zum heutigen Zeitpunkt nicht sagen. Schauen Sie, wenn kein anderer Oma ist, ja, lass stecken. A parte le cazzate. Ascolta, capo squadra. Mir um ein Problem. Ja. Ja. Stell dir einmal vor, du bist ein deutscher Tourist. Ja. Und du willst in St. Ulrich Urlaub machen. Ja. Dann musst du in Klausen von der Autobahn auch fahren. Ja. Und so kleines Bergstraßel da einer, Mascusa. Was macht denn mir für eine Figur da, Pirlo? Was hast du wohl wahr? Das ist ein poco mal sicuro. Jetzt haben wir schon einen Flughafen, wo ein paar Trapoladas landen können. Da Tupolev mit zwei Propeller, von denen auch noch funktioniert. Mein, was wollen wir? Mein, ehrlich wahr? Was? Idee. Wir bauen eine Autobahn von Klausen nach St. Ulrich. Was du bei Leyen riert, du auf, ich bin Schau, die Landesregierung kann ja nicht hergehen und x-beliebig Straßen bauen. Außerdem bauen wir sowieso nur noch Tunnels. Super, bonne Idee. Mein Samad, meine Gratulation. Ja. Genau deswegen bist du Landeshauptmann und du nicht. Das ist die super Idee. Wir bauen einen Tunnel. Ja, von Klausen direktissima in Berg rein bis unter St. Ulrich. Und dann machen wir eine riesige Tiefgarage, mit wo können 15.000 Autos parken und 5.000 Busse einfach. Das. Und dann machen wir so Verkaufsflächen, weißt, so wie in München unter dem Marienplatz. Kennst du nicht? Da wo es alles verdient. Und dann kriegt jedes Hotel kriegt einen eigenen Aufzug. Verstehst du? Ja, von der Tiefgarage direktissima zur Rezeption. Das wird ein Jahrhundertprojekt. Da machst du die endgültig gut sterben. Ja, wirklich. Und dann haben wir die nächste Volksbefragung von den Grünen am Hals. Bitte, die Grünen. Kannst du dir vorstellen, die Grünen schon. Ich sag mal, kein Problem mit den Grünen. Was da jetzt? Nächste Idee. Die Grünen kriegen unten eine Verkaufsfläche zur Verfügung gestellt. Da können sie dann ihre Bio-Fairtrade-Produkte verkaufen. Was sagen, dann sehen sie, dann merken die, dass sie gerne ein Geschäft machen. Dann sind die schon still, die Grünen. Was schon hier, scusa, die Grünen. Und dann zweiter Effetto Speciale, zwei Fliegen mit einer Klappe. Dann sind sie weg von der Oberfläche, die Grünen. Mit den Grünen war es dann schon nie, wie tut man, oder? Batti 5.